Das Klarinettentrio habe ich mit meiner Schwester Yumi in meiner schwäbischen Heimat bereits zu Schulzeiten gegründet. Obwohl ich über 20 Jahre in den verschiedensten Orchestern tätig war, hat sich das Trio über all die Jahre gehalten und der Ensemblepool hat sich erweitert. Und das Wunderschöne daran ist, dass viele verschiedene Talente und Charaktere in unterschiedlichen Konstellationen zusammengebracht werden. Christoph beispielsweise ist unser Jazz-Spezialist. Und Johann bringt mit seinen unterhaltsamen Moderationen ganz viel Leichtigkeit, Freude und Spaß mit ins Geschehen. Für mich ist das Besondere am Klarinettentrio genau wie beim Streichtrio, dass alle beteiligten Instrumente derselben Familie angehören. Das heißt, dass man sich sehr gut kennt und einen wirklich homogenen Klang erzeugen kann. Gleichzeitig hat man auf der Klarinette aber auch eine große Bandbreite anzubieten, was Lage, Dynamik und Farbe anbelangt. Das dann kombiniert mit den unterschiedlichen Stilistiken, die wir spielen, macht für mich den besonderen Reiz des Trios aus. Ich bin für die tiefen Töne dieses Ensembles zuständig. Im Vergleich zum Klarinettenquartett ist die Rolle der dritten Stimme im Trio, in unserem Fall der Bassklarinette und des Bassetthorns, viel herausfordernder. Als Bassklarinettist spielt man meistens die Rolle des Bassinstruments. Nicht aber in unserem Fall, da es sich ständig ändert. Manchmal Bass, manchmal Begleitstimme und häufig die Melodie, was es viel spannender macht. Die Stücke bzw. Arrangements bringen uns alle oft an die technischen Spielgrenzen, die es zu überwinden gilt, ohne dass das Publikum mitbekommt, dass es gar nicht so einfach ist. Für mich ist es eine Bereicherung, im Trio mitzuspielen und Kammermusik auf höchstem Niveau machen zu dürfen, wo das menschliche wie auch musikalische Komponente passen. Ich freue mich auch, das Bassetthorn dem Publikum näher zu bringen, da es ein sehr vernachlässigtes Instrument der Klarinettenfamilie ist und ich mich damit mehr auseinandersetzen kann.
Trotz meiner Tätigkeit im Orchester hat mein Herz immer für die Kammermusik geschlagen und in ihr habe ich mein musikalisches Zuhause gefunden. Die Kammermusik ist mein Weg, mich auszudrücken und den Menschen was von mir persönlich, von meiner Lebensfreude, von meiner Kraft und meiner Liebe zur Musik zu schenken. Mir ist die Nähe zum Publikum sehr wichtig und ich strebe danach, die Menschen im Herzen zu berühren, damit sie nach dem Konzert bewegt, inspiriert und vor allem von einem inneren Lächeln erfüllt nach Hause gehen. Ja, das ist mein Herzensanliegen und das möchte ich in die Welt bringen. Auf unserer ganz neu eingespielten CD präsentieren wir unter anderem exklusiv nur für uns erstellte Arrangements von Itai Sobol und Alexander von Hake, die sehr gelungen sind, wie wir finden. Es sind auf der CD Klassiker von Gershwin wie Summertime oder Sidney Bechets Petite Fleur in ganz unerhört neuen Arrangements. Aber auch Evergreens der leichten Klassik, wie zum Beispiel die ungarischen Tänze von Brahms oder der Hummelflug von Rimsky-Korsakow, die aber überhaupt nicht leicht zu spielen sind. Ich bin mir sicher, dass man mit der Aufnahme genauso viel Spaß beim Hören wie wir beim Aufnehmen hat. Für mich persönlich ist es so erfüllend zu erleben, wie wir aufeinander eingespielt sind, was jeder von sich an Impulsen und Ideen selbst reingibt und gleichzeitig vom anderen bekommt und aufnimmt. Ja, und ich bin total beseelt von diesem Geben und Nehmen, von diesem gemeinsamen Schwingen. Und das ist genau das, um was es mir geht, nämlich im Konzert etwas Besonderes, ja, etwas Spontanes und Einzigartiges, vielleicht auch etwas Magisches im Moment entstehen zu lassen.